Nanupikal. Auch noch da. Schon wieder, Kommissar, schon wieder. Oh. Nachtdienst. Aber Sie müssten doch längst zu Hause sein. Nicht am dritten Donnerstag im Monat. Nein? Nein, da gehe ich schwimmen. In der Dunkelheit? Die Halle ist beleuchtet, mein Lieber. Oder dachten sich die Nisse im Baden? Nein, natürlich nicht. Die Seen ist viel zu schmutzig. Naja, noch schmutziger als unser Beruf. Aber sie ist doch nützlich. Unsere Arbeit, meine ich. Das haben Sie gesagt, Bukal. Nach rund 6 Monaten Mordkommission. 7 Monate, Kommissar. Ja, nach 23 Jahren reden Sie wie ich. Haben Sie Muffa gesehen? Den Untersuchungsrichter? Kennen Sie einen anderen Muffa? Nein. Also haben Sie ihn gesehen? Bis jetzt nicht. Was sollte er bei uns? Mich zum Schwimmen abholen, was sonst? Ah, ja. Aber er war nicht hier, bestimmt nicht. Verstehe ich nicht. Muffa ist pünktlich wie ein Zeitzeichen. Ja. Ich wollte just an Ihnen zweifeln, Muffa. Und zwar öffentlich. Ich konnte nicht, Ehl. Es tut mir leid, mein Vater. Meine Mutter, Sie wissen ja, man hat mich angerufen. Etwas Schlimmes? Setzen Sie sich doch. Sie sind so aufgeregt. Ja, bitte. Es war ein Herzanfall, aber es geht dir schon besser. Sonst wäre ich ja gar nicht gekommen. Sie gefallen mir gar nicht, Muffa. Spannen Sie mal aus. Und was Ihre Mutter anbetrifft, da müsst... Ja? Es war noch anderes. Ich bin jetzt drüber hinweg. Trotzdem, lassen Sie mal andere arbeiten. Ja, bitte. Ich bin ein Pechvogel. Aber jetzt keimt wieder etwas Hoffnung. Wissen Sie, ohne Hoffnung, da kann man nicht leben. Aber bis man unten ist. Ganz unten. Aber das bin ich nicht. Hören Sie, Lafayette. Ich bin jetzt wieder oben, glauben Sie mir. Ja, ich habe verstanden. Der Kommissar ist noch hier. Augenblick, bitte. Für Sie, Kommissar, es gibt Arbeit. Ja. Am Apparat, wo? Der Rue Robert Gambet? Nummer 38, gut, wir kommen sofort. Bikal, trommeln Sie die Bereitschaft zusammen, den Doktor finden Sie in seinem Club. In Ordnung, Kommissar. Was ist geschehen? Mord? Was schon sonst? Jemand hat seine Frau aus der 5. Etage gestürzt. Der Täter ist entkommen. Sie müssen allein ins Wasser. Oder wollen Sie mit uns kommen? Um Gottes Willen, nein, das ist Ihr Geschäft. Zunächst jedenfalls. Ich bekomme die Akten früh genug auf den Tisch. Also, au revoir. Au revoir. Man sollte es nicht für möglich halten. Was? Er kann kein Blut sehen. Ja, nur im Verhör, ja. Da ist er schneidig. Was für Sorgen hat er denn? Kein Glück, bei Frauen zweimal geschieden. Scheint sich schon wieder an eine gehängt zu haben. Los, Bikal, arbeiten. Ich weiß nicht, Bikal, ich weiß nicht, was sie zu mir in die Mordkommission gedrängt hat. Weil sie keine Leichen sehen können. Das ist es nicht, Kommissar. Ich finde es schrecklich, weil sie ein so hübsches Mädchen war. Das sind Huren meistens. Und Odette Callinger war eine. Sie verkaufte sich nicht billig. Sicher nicht. Sonst hätte sie nicht diese Wohnung und diese Einrichtung gehabt. Hier könnte es mir schon gefallen. Modern. Und bequem. Ehe Sie weiterschwärmen, sehen Sie besser nach den Technikern, wie es um die Fingerspuren steht und so. Die sind bereits fertig, Kommissar. Es gibt sehr viele Spuren. Also zu viele. Kein Wunder bei dem Beruf. Wir wollen dann als Erste die Concierge befragen. Bitte gehen Sie doch mal. Madame Sarrazin wartet vor der Tür. Sehr schön. Madame Sarrazin, bitte. Warum lassen Sie mich so lange warten? Meine Aussage ist wichtig. Sie sind die Concierge, Madame? Ja, natürlich. Und Sie waren also dabei, als Odette Callinger vom Balkon gestürzt wurde? Das war ich natürlich nicht, Herr Kommissar. Nein? Nein. Ich saß in meiner Loge vor dem Fernseher. Und da stürmte jemand von der Straße ins Haus und schrie, er habe alles gesehen und die Frau sei mit Gewalt vom Balkon gestoßen worden. Aha. Wer war der Augenzeuge? Ich weiß nicht. Habe ihn nie gesehen, ein Passant. Und wo ist er jetzt? Jetzt? Hm? Ja, wo ist der denn? Der ist ja gar nicht geblieben. Der ist weg. Hätte gar nicht dürfen. Ich habe auch nicht mehr drauf geachtet, denn ich bin sofort raus. Und da lag sie auf dem Fußweg. Ja, und die Leute standen herum. Hatten die was gesehen? Ich glaube, ja. Es stimmt, Kommissar. 2 haben sich gemeldet. Sie behaupten übereinstimmend so etwas wie Streit gehört zu haben. Mit einem Mann, sagen sie. Und der hätte die Frau vom Balkon gestoßen, aber mehr konnten sie nicht sagen. Es war da oben ganz dunkel.
Und Sie, Madame, Sie wissen natürlich auch nicht, wer der Mann war. Doch, das weiß ich ganz genau. Ah. Cornu war das, Pierre Cornu. Der kam öfter zu ihr. Und Krach gab's ebenfalls genug. Die Nachbarn haben sich beschwert. Ein Liebhaber? Oder sagen wir, ein Kunde? Der doch nicht. Der hat bei Odette abkassiert. Also Ihr Zuhälter. Was soll ich dagegen tun, Herr Kommissar? Woher wissen Sie aber, Madame? Ich habe ihn raufgehen sehen, eine halbe Stunde zuvor etwa. So. Und wann ist er gegangen? Das habe ich nicht gesehen. Wahrscheinlich, als ich auf die Straße lief. Oder durch den Hinterausgang. Cornu wusste ja hier Bescheid. Mhm. Hören Sie, Ihre Aussage wird wichtig. Das sagte ich doch. Könnte nicht ebenso gut ein anderer bei der Dame gewesen sein? Ausgeschlossen. Sie bekam viel Besuch. Ihre Kunden erkenne ich sofort. Heute kam keiner. Oder dass Sie jemanden einfach übersehen haben. Also, einfach übersehen. Ich war ununterbrochen in meiner Loge, da übersehe ich niemanden, niemanden. Aber Ihr Fernseher lief. Auch dann nicht. Ich werde für meine Arbeit als Concierge bezahlt. Lassen wir das. Wo kann ich diesen Cornu finden? Vielleicht im L'Affaire Confortable, sein Stammlokal, sagte Odette jedenfalls. Und sie ist, naja, sie war dort Tänzerin. L'Affaire Confortable, die gemütliche Hölle. Ein vielversprechender Name, Pikal. Leider, die Herrschaften, leider. Wir sind überfüllt. Ich muss Sie bitten... Kriminalpolizei. Das ist etwas ganz anderes. Da werden wir selbstverständlich... Sind Sie der Besitzer? Pardon, nein. Ich bin Geschäftsführer, aber Sie können selbstverständlich auch... Nein, nicht hier. In Ihrem Büro. Bitte, was Sie wollen. Kommen Sie. Hier herein, hier sind wir ungestört. Womit kann ich dienen? Kennen Sie einen gewissen Pierre Cornu? Cornu? Hm? Nicht, dass ich wüsste. Er verkehrt bei Ihnen. Ich sage doch, ich kenne keinen. Auch nicht, wenn es um Mord geht? Eine Razzia käme Ihnen sicher sehr ungelegen, oder? Ich kenne keinen. Wollen Sie mich zwingen? Ich lasse mich nicht reinlegen. Sie hätten das erste Etablissement dieser Art in Paris, wo ich nichts finden würde. Aber ich bin doch nicht der Besitzer. Sondern? Es gehört ihm. Hm? Cornu. Ach. Sie haben... Ein Boss der Unterwelt. Nein, Herr Kommissar, wenn er das wäre, könnten Sie mich in Stücke hacken, ohne ein Wort von mir zu hören. Ja. Wo ist Ihr Chef? Zu Hause sicher. Wo? In Billancourt. Oh, sehr feine Gegend. Kommissar, jetzt fällt mir der Name ein. Cornu, das sind doch die Papierfabriken in Gonesse. Oh. Ja, die gehören seinem Vater. Und warum legt der Sohn sich solch ein Lokal an? Er betrachtet es als eine Art Sport. Und Zuhälter ist er wohl ebenfalls als Sport. Damit habe ich nichts zu tun. Bitte. Dem will ich besser nicht nachgeben. Sie kennen jedenfalls Odette Calignier. Selbstverständlich. Sie arbeitet bei uns als Tänzerin, aber sie ist heute auch noch nicht gekommen. Sie war eine von Cornus Mädchen? Ja, das auch. Gab es Streit zwischen den beiden? Ist sie? Wer machte das? Gab es Streit, ja oder nein? Odette wollte sich von ihm freimachen, aber er verlangte eine hohe Abfindung. Wofür Abfindung? Was soll das? Na, dafür, dass sie nicht mehr für ihn auf die Straße gehen muss. Wie viel hat Cornu verlangt? 20.000. Die sie nicht hatte, und da hat er ihr gedroht. Nein, Odette hat ihm gedroht. Das war freilich gegen alle Spielregeln. Zumal Cornu ja sein Geschäft als eine Art Sport betrieb. Ist er endlich hinter Gitter? Es wird seine erste Nacht in der Zelle. So viel Unverschämtheit. Da wird er still werden, Kommissar. Zellen beruhigen ungemein. Aber ich kann mich nicht beruhigen. Dieses gnädige Herrchen. Morgen wird Cornu sehr aussagefreudig sein. Dieses Schwein. Wofür hält er mich? Er ist nicht schlimmer als die anderen. Doch, wie kann? Er ist tausendmal schlimmer. Die anderen kommen aus dem Dreck und sind mit dem Verbrechen groß geworden. Aber dieses Jüngelchen?
Wenn er so kränklich war, wenn der Vater ihn als Versager hinstellt, da will er sich eben anders beweisen. Sie reden wie seine Mutter. Doch die eben scheint ihn verwöhnt zu haben. Und dann wusste er mit seiner Zeit nichts anzufangen. Ein Lump aus Langeweile. Pikal, das ist das Schlimme. Das ist das... ja, Hassenswerte. Ich werde ihn zur Strecke bringen. Mit Genuss und ohne Mitleid. Aber wenn er nicht gesteht, wenn er so stur bleibt wie heute... Dann reichen die Indizien. Wir haben das Zeugnis der Concierge, wir haben seine Fingerabdrücke in der Wohnung der Caligier und wir haben ein Motiv. Ja. Aber Kommissar trägt das Motiv. Wenn die Caligier die 20.000 nicht hatte, warum musste er sie ermorden? Ging es ihm ums Geld? Nein. Ich denke, davon hat Cornu genug. Sie haben doch die Aussage gehört. Dieser Kerl betrieb sein Geschäft aus Sport. Da zählt nicht Geld, sondern ein Ehrenkodex. Wenn ich seinen Namen schon mit dem Wort Ehre verbinde. Nee. Trotzdem frage ich mich, ob das alles dem Untersuchungsrichter ausreichen wird. Mein Lieber, hier haben wir endlich mal einen Fall, der klar liegt und wo wir einmal keine Rücksichten auf Politiker und andere Mafiosi zu nehmen brauchen. Hier sind uns mal die Hände nicht gebunden. Auch das ist ein seltenes Gefühl. Warum wollte die Caligier sich von ihrem Zuhälter loskaufen? Sie fragen heute alle überflüssigen Dinge ab. Was weiß ich? Vielleicht wollte sie aufs Land ziehen, vielleicht selber eine Maison de Tolerance übernehmen, vielleicht nur den Beschützer wechseln. Aber das ist doch für diesen Fall ganz ohne Bedeutung. Auch für das Mordmotiv? Ich bin da nicht sicher. Hallo! Mein lieber Kommissar, wie weit sind Sie? Womit? Na, womit? Mit dem Mord in der Rue Robert Gambet, wo das Mädchen vom Balkon gestoßen wurde. Ich habe gehört, Sie haben den Täter schon. Den habe ich sogar schon ganz sicher. Und es ist ein Bursche, der kein Mitleid verdient. Das ist gut. Das ist wirklich gut, Kommissar. Ich habe eben mit dem Präfekten gesprochen. Er ist der gleichen Meinung. Gegen diese Art der Prostitution muss schärfstens durchgegriffen werden. Darauf können Sie sich verlassen. Aber wenn Sie den Kerl schon haben, warum lassen Sie sich so lange Zeit? Mein Schreibtisch wartet auf die Akten. Aber, so ehrlich hat's der Untersuchungsrichter doch wohl auch wieder nicht. Ein bisschen Zeit? Nein, hart zupacken, Lafar. Er soll sich gar nicht erst besinnen können. Kreaturen wie der stehen außerhalb des Gesetzes. Warum wollen Sie ihn so lange mit Samthandschuhen anpacken? Sie meinen, Mofa? Ich meine, es sollte diesmal ganz schnell gehen. Und wenn die legalen Mittel nicht ausreichen, verstehen Sie? Aber wir haben schon genug Indizien. Ein Geständnis ist besser, mein Lieber. Sie haben freie Hand in diesem Fall. Also bringen Sie mir ein Geständnis und das bald. Bei diesem Täter scheint es, haben wir einmal die gleiche Sicht. Ich bin unschuldig, Herr Kommissar. Mehr kann ich nicht sagen. Du denkst, du brauchst nur so lange zu lügen, bis Vaters Geld dich auch diesmal rausholt. Sie unterschätzen meinen Vater. Der kennt mehr Leute als Sie. Diesmal nutzt es dir gar nichts, Carney. Das ist Mord. Keiner wird dich schützen. Aber ich war's nicht. Du bist am fraglichen Abend zu Odette hochgegangen? Das habe ich nie bestritten. Es hat Streit gegeben? Sie wollte mich erpressen. Das ist deine Sicht der Verhältnisse. Jedenfalls hast du sie geschlagen. Nein. Du hast sie auf den Balkon gedrängt? Nein. Und dann hast du die Nerven verloren? Gar nichts habe ich. Ich habe ein sachliches Gespräch geführt. Ein geschäftliches sozusagen. Ein Geschäft. Kerl, ein Geschäft. Sie sollte zahlen und du wolltest nehmen. Ein Geschäft nennst du das? Naja, ich hatte viel in Odette investiert. Ach. Sie kam aus der Normandie. Sie hatte nichts, als sie in Paris war. Ich habe sie aus dem Dreck gezogen. Ich habe ihr das Appartement gemietet. Ich habe es eingerichtet. Das kostet Geld, Herr Kommissar. Und ich dachte, du hättest es aus Liebe getan. Jawohl. Ich war uneigennützig. Erst als sie da einen Fremden kennenlernte, wurde sie undankbar. Du wolltest sagen, da stellte sie die Zahlungen ein. Nein. Sie drohte mir. Ihr neuer Freund würde gegen mich vorgehen. Und wer war das? Das hat sie nicht gesagt. Du willst mir also den großen Unbekannten einreden. Natürlich. Gewiss. Du willst mich für dumm verkaufen. Ah, du willst dich hier belustigen! Sie, nein! Nicht, nie, nicht schlagen! Du dreckiger Zuhalter! Du Miststück! Alles dich gegen dich! Alle Beweise! Und du willst mir Märchen erzählen? Ich war es nicht! Ich habe sie nicht angerührt an diesem Abend. Das... die Wahrheit. Mehr sage ich nicht. Ja, die Wahrheit. Du willst die Wahrheit sagen. Die hole ich aus dir noch alle mal raus. Verlass dich drauf. Und ich rate dir, vergiss ganz rasch die Unbekannten. Wir beide benötigen ihn nicht.
Und die paar Schellen, Conny. Das war nur eine Kostprobe vom Ernst der Lage. Wir können es drehen, wie wir wollen. Gegen Corny haben wir zu wenig Beweise und kein Geständnis. Noch kein Geständnis. Noch nicht. Wie viel Gewalt wollen Sie drangeben, Kommissar? Wenn er es nicht gewesen ist, kann er nicht gestehen. Ich werde alle Mittel einsetzen. Alle. Der Hass macht Sie blind. Was? Sie haben ja recht, junger Mann. Hass gehört nicht in unseren Beruf. Aber diesen Pinkel, den hasse ich. In der Tat. Das ist, als wenn Sie eine Grenze überschreiten. Naja. Ich habe eine Tochter gerade, sieht sie. Wenn ich mir vorstelle, sie fällt einem Cornu in die Hände. Einem Jüngelchen. Der sein Schmutzgewerbe nicht mal nötig hat. Da fängt der Hass an. Aber allein mit Gewalt. Wie viel können Sie damit erreichen? Cornu wird sich beschweren. Genau das wird er nicht. Er weiß um seine Schuld. Und er merkt, dass Vaters Geld nicht mehr hilft. Oh, endlich mal wieder ein Fall, wo nicht Rücksicht zu nehmen ist. Nach vorn, nach hinten, nach oben, nach unten. Endlich ein Verbrecher, den wir auch zur Strecke bringen dürfen. Sie erinnern sich an die Worte des Untersuchungsrichters? Ja. Solche Fälle werden seltener in unserer verfilzten Gesellschaft. Aber gerade Moffat wird Ihnen die paar Beweise nicht abnehmen. Und ich habe leider keine weiteren gefunden. Aber ich habe einen Beweis in Arbeit. In Arbeit? Ja. Wollen Sie eine Spur fälschen? Fälschen? Nein, was Sie denken. Ein Foto habe ich. Wovon? Von dem Haus. Und da ist auch der fragliche Balkon drauf. Im Labor wird gerade die Vergrößerung besorgt. Ja. Ja. Was haben wir von dem Bild? Verstehen Sie nicht? Cornu ist auf dem Balkon und die Caligné. Und er packt sie gerade. Der Moment des Mordes? Fast, fast. Einen Augenblick zuvor. Unmöglich. Das war schon viel zu dunkel. Es ist eine Infrarotfotografie. Das geht? Ja. Noch nie gesehen. Natürlich. Damit wird die Eigenwärme abgebildet, die ein Körper ausstrahlt. Ist also unabhängig vom Tageslicht. Toll. Und da hätte jemand gerade in diesem Augenblick... So viel Zufall gibt's nicht. Es war kein Zufall, es war... Nein? Nein. Das war es nicht, nein, kein Zufall. Es ist doch kein Zufall, wenn im Haus gegenüber jemand mit Infrarotfotografie experimentiert. Aber dann muss Cornu ja gestehen. Wenn er überhaupt auf dem Bild ist, vielleicht zeigt die Vergrößerung nachher einen ganz anderen. Sie werden Cornu erkennen, verlassen Sie sich darauf. Nur auf einen Sprung. Ist Ihr Chef nicht da? Nein, Herr Untersuchungsrichter. Ich wollte nur hören, wie es um den Mordfall Odette Caligné steht. Nicht schlecht, sagt der Kommissar. Heißt das, Sie haben ein Geständnis? Noch nicht ganz. Dann richten Sie dem Kommissar Klartext aus. Morgen möchte ich die Akten mit dem Geständnis. Morgen? Der Staatsanwalt hat sich schon erkundigt. Sie wissen, was das bedeutet. Ja, ja. Und der Präfekt wird ebenfalls unruhig. Ich sag's dem Chef. Ich glaube auch sicher, dass Sie morgen Cornus Geständnis haben. Hör ich gern. Ach, haben Sie neue Beweise? Der Kommissar hat einen, der endgültig sein wird. So. Ja. Ein Mann aus dem gegenüberliegenden Haus hat zur Mordzeit Infrarotaufnahmen gemacht. Ein unerhörter Zufall. Der Täter sagt, der Kommissar ist auf dem Balkon auszumachen. Ist der Täter genau zu erkennen? Das werden ja die Vergrößerungen erweisen. Der Film ist noch im Labor. Und da wird man das Gesicht erkennen können? Der Kommissar war absolut sicher. Er sprach von tadellosen Aufnahmen. Und die Aufnahmen sind tatsächlich aus der Mordzeit? Es soll da keinen Zweifel geben. Aber fragen Sie besser den Kommissar selbst. Ich habe noch nichts davon gesehen. Tja. Na dann. Wenn das so ist, dann also bis morgen. Au revoir, Picard. Au revoir, Herr Untersuchungsrichter. Thank you.
kann nichts gestehen, Herr Kommissar. Und wenn Sie noch so sehr prügeln. Du willst also nicht. Ein freies Geständnis würde dir gut zu Buche stehen. Ich kann nicht. Schlagen Sie mich tot. Es ist schon alles gleich. Spiel kein Theater. Du hast dich einfach noch nicht an einen Mord gewöhnt, so ist das. Ich habe niemanden ermordet. Sagen wir Totschlag. Wenn alle mildernden Umstände addiert sind, wird der Richter es als Totschlag behandelt. Ich habe sie nicht angerührt. Und schlagen Sie doch wieder! Fangen Sie an! Warum? Um deine Nervosität zu dämpfen? Ist nicht mehr notwendig. Inzwischen habe ich den letzten Beweis, dass du die Caligny vom Balkon gestürzt hast. Den gibt es nicht doch. Als ich ging, lebte sie. Na schön. Hier ist dein Foto. Siehst du an. In dem Haus wohnte sie. Und hier ein Ausschnitt. Siehst du? Stark vergrößert. Ist das, wo die Leute draufstehen? Ja. Ist das ihr Balkon? Natürlich, ihr Balkon. Mit zwei Personen. Du verstehst. Nein. Nun, für den Fall hat das Labor einen weiteren Ausschnitt vergrößert. Es war ein tadelloses Negativ. Jetzt sind die beiden doch wohl erkennbar, hm? Wie kommen wir denn auf den Balkon? Erstaunlich, nicht wahr? An solch einen Zufall hast du nicht gedacht. Eine Infrarotfotografie. Gegenüber im Haus hat just zu dieser Zeit jemand damit experimentiert. So spielt das Leben, Conny. Nein. Ist das Odette? Ja. Und der sie hier bedrängt, bist du das nicht? Na? Ist das etwa der große Unbekannte? Ich trage eine Krawatte hier auf dem Bild. Ja? Zeig mal. Ja, etwas undeutlich. Wie immer bei Infrarotbildern. Aber ja, eine Krawatte. Dann, Herr Kommissar, ist das ein Beweis? Na, also... Ein Beweis, dass das Foto gefälscht ist. Was? Eine Montage wahrscheinlich und dann auf Infrarot frisiert. Sag mal, willst du mich immer noch? Du sprichst von Fälschung? Ein Dreck, Herr Kommissar. Sie wollen mich überrumpeln. Verständlich, Sie brauchen ein Opfer. Waren Sie lange erfolglos? Hast du nicht selbst gesagt, eine Krawatte? Eben, die Krawatte. Sowas habe ich seit Monaten nicht getragen. Ein Uraltfoto, wo haben Sie es her? Das müsstest du beweisen. Ja, sofort. Rufen Sie gleich bei uns zu Hause an. Ich kann jetzt niemanden beeinflussen. Fragen Sie die Mutter oder das Dienstmädchen. Ich habe seit Monaten keine Krawatte umgebunden. Du willst mich veralbern. Nein, Kommissar. Ich bin jetzt lediglich ruhig geworden. Wenn Sie schon zu solchen Tricks greifen müssen, haben Sie nichts in der Hand. Da irrst du. Sehr. Außer, Sie wollen mich hier totschlagen. Aber dann müssten Sie zu viel kaschieren. Sie haben recht. So spielt das Leben. Hallo, Picard. Bonjour, Kommissar. Der Untersuchungsrichter war schon hier? Nein, noch nicht. Er wollte von Ihnen doch die Akten vom Fall Caligny, und zwar mit dem Geständnis von Conny. Er hat gedrängt. Mach das noch. Da muss er warten. Hat Conny nicht gestanden? Nein, hat er nicht. Aber Sie wollten ihm doch das Foto vorlegen. Das Foto? Ja, ja, das wollte ich. Moffat, sagen Sie, drängelt? Ach, Kommissar, ich hab's vergessen. Der Herr Untersuchungsrichter hat ja was abgeben lassen. Vorhin hier der Umschlag. Was ist das? Ich habe mich geöffnet. Dann tun Sie es jetzt. Eine Kassette, Kommissar. Was für eine Kassette? Ein Tonband fürs Diktiergerät. Ganz neue Methoden. Ich kann noch anrufen, legen Sie ein. Na, was warten Sie? Lassen Sie es laufen. Mein lieber Lafar, ich kann Ihnen nicht unter die Augen treten. Wieso nicht? Ich will auch nicht schreiben. Mir zittert die Hand. Sie haben ein Foto. Sie werden es sicher vergrößern lassen. Und dann sehen Sie mich auf dem Balkon. Und nicht Conny. Stopp! Das ist unmöglich, Pickel. Was soll das?
Zurück, den Satz nochmal. Sie werden es sicher vergrößern lassen. Und dann sehen Sie mich auf die Markung. Und nicht Conny. Als der nämlich Odette verließ, betrat ich die Wohnung. Die Concierge hatte wohl nichts bemerkt. Sie mögen mich verurteilen, Herr Pfarrer, aber ich hatte genug von den sogenannten anständigen Frauen. Von denen hatten mich zwei verlassen und ich liebte Odette. Ich wollte sie für mich allein, die Abfindung hatte ich gezahlt, aber das wollte sie nicht. Das verfluchte Geld, sie wollte alles selbst behalten. Sie hat mich verhöhnt. Ein Schwächling, der nicht mit einem Zuhälter fertig würde. Da vergaß ich mich. Alles Weitere wissen Sie. Ich konnte unerkannt entkommen. Stopp! Das ist zu viel auf einmal. Moffat. Kein Glück bei den Frauen. Ich habe es immer gesagt. Weiter. Wenn Sie das Band hören, bin ich nicht mehr am Leben. Diesen Cornu, wenn es ihn getroffen hätte, wäre es nicht schade gewesen, aber nun hat der Zufall auch diese kleine Chance beiseite geschoben. Adieu. Lafa. Adieu, Moffat. Und Sie waren ganz sicher, dass Cornu auf dem Foto zu sehen sein werde? Ja? Auf dem Foto? Ja. Das war auch Cornu. Wieso das? Ich habe natürlich eine Montage anfertigen lassen. Oder glauben Sie an derartige Zufälle? Dann wechseln Sie den Beruf. Aber Kommissar, dann hätten Sie ja... Ja, ich wollte nur seine Geständnisfreudigkeit anregen. Aber er war es nicht. Außerdem hatte das Foto einen kleinen Fehler. Und jetzt hat er Oberwasser. Wir müssen ihn freilassen. Geschenkt. Schlimmer wird seine Sippe. Auf die hätten wir eben von Anfang an Rücksicht nehmen müssen. Jetzt werden sie zeigen, dass sie stärker sind. Tja, so spielt das Leben, Picard.